Merkwürdige Sachen, die Kanye West die letzte Zeit getätigt hat, Digga. Ich bin gespannt, was der Mann alles gesagt hat. Ich weiß vieles, aber wir gucken. Ne? Yeezy. Yo, Leute, was geht? Hoffe, alles okay bei euch. Yeah. Heute wieder mit einem sehr interessanten Thema. Wir gehen heute auf die ganzen Aussagen ein, die dafür gesorgt haben, dass die Leute denken, dass Kanye West verrückt ist. Von seinem Live-Auftritt in Sacramento, den er abgebrochen hat, um den Leuten zu erzählen, dass sie von den Medien angelogen werden, bis hin zu seinem neuesten Drinkchamps-Interview, das für viel Aufregung gesorgt hat. Man muss sagen, jeden Tag gibt es einfach was Neues in seinem Leben. Ich schwöre, jeden Tag, ne, daily. Richtig krasse Sachen. Erstens wurde es offline genommen und zweitens hat es dafür gesorgt, dass einer der einflussreichsten Leute in Hollywood alle größeren Firmen aufgefordert hat, die Zusammenarbeit mit Kanye West zu beenden. Balenciaga hat den ersten Schritt gemacht. Auch gehen wir auf das Gerücht ein, dass er gar nicht die Sachen vertritt, die er da sagt, sondern es einfach nur ein Trick ist, um sich besser zu vermarkten. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, er steht schon hinter vielen Sachen, die er da sagt, Digga. 100%. 100, Bruder, das sind keine Sachen, mit denen du dich gut vermarktest, Digga. Man sieht das doch. Der Mann ist so unbeliebt, ne? Bei Schwarzen, bei den Juden, bei allen irgendwie. Oder dass er eine kontrollierte Opposition sein soll, die von bestimmten Leuten hingestellt wurde, um Leute, die wirklich so ein Gedankengut haben, leichter kontrollieren zu können. Außerdem besprechen wir den Gottesdienst, den Kanye West macht. Viele Christen sagen, er ist ein Wolf im Schafspelz und wäre gar nicht dieser rechtgeleitete Christ, den er immer versucht darzustellen. Es gibt zum Beispiel Szenen, wo er mit Marilyn Manson einen Gottesdienst führt. Jo, da Marilyn Manson, Cousin, der sieht aus wie der Teufel, ey. Und habt ihr den schon mal gesehen? Was bei vielen Leuten Fragen aufgeworfen hat. Noch dazu reden wir über die fragwürdigen Sachen, die in seiner neuen Schule, die er gegründet hat, abgehen sollen. Denn bevor man dieser Schule beitritt, muss man eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Wer erzählt, was in dieser Schule abgeht, muss mit hohen Strafen rechnen. Krass. Heute gehen wir auf die merkwürdigsten Auftritte von Kanye West ein. Krass. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Picasso is dead. Steve Jobs is dead. Walt Disney is dead. Name somebody living that you can name in the same breath as them. Hey, bro, Jay-Z, I know you got killers. Please don't send them out my head. Just call me. It's a new world, Hillary Clinton. Gehen wir mal kurz auf Kanye West ein. Kanye West, geboren am 8. Juni 1977. Kanye Omari West ist ein US-amerikanischer Rapper, Sänger, Songwriter, Plattenproduzent und Modedesigner. Er ist einer der am meistgefeierten Künstler des 21. Jahrhunderts und gilt als einer der einflussreichsten Hip-Hop-Künstler aller Zeiten. Ich würde sogar sagen, er ist der einflussreichste, oder? Wer ist dann einflussreicher als Kanye, Digga, in dieser Zeit, Digga? Seid mal ehrlich. Also, ich weiß nicht, Digga. Ich weiß, Digga, Kanye schon, der ist schon... Er ist auf jeden Fall Top 3, safe. Gucci Mane? Drake ist natürlich auch einflussreich, erfolgreich, sehr erfolgreich. Aber hat Drake viele Leute krass beeinflusst? Ich weiß es nicht, ja? Reden wir jetzt nur von der Musikszene oder so allgemein? Weil ich glaube, allgemein, Digga, hat Kanye West schon mehr die Leute beeinflusst als Drake, Digga. Glaube ich. Drake ist beliebter. Ne? Aber, Bruder, Kanye West, sein Impact ist geisteskrank, Digga. Ne? Vor allem mit Mode und so. Anders, ehrlich. Gucci Mane safe, ja, Gucci Mane ist auch, ne, die Leute lieben den richtig. Santa geboren und in Chicago, Illinois aufgewachsen. Ye erlangte zuerst Anerkennung als Produzent für Rockefeller Records in den frühen 2000er Jahren. 2001 hatte er seinen Durchbruch, nachdem er an mehreren Songs für Jay-Z's Album The Blueprint gearbeitet hat, darunter die Hitsingle Izzo. Im Oktober 2002 erlitt Kanye West bei einem Autounfall einen dreifachen Kieferbruch. Ach, krass. Er hat immer bis in die Nacht gearbeitet. Als er um 3 Uhr morgens nach Hause fahren wollte, ist er beim Fahren eingeschlafen. Sein Gesicht war für eine kurze Zeit entstellt. Doch das hat ihn nicht daran gehindert, weiterzumachen. Schon 3 Wochen nach dem Unfall nahm er noch mit verdrahtetem Kiefer Through the Wires auf. Kanye West war an der Produktion von vielen Songs beteiligt, die eigentlich jeder kennt. Sein Debüt-Studioalbum The College Dropout hat er 2004 veröffentlicht. Ich habe das nicht verstanden, ne? Mit diesem Balenciaga-Mundschutz. Ehrlich, ich habe diesen Drip nicht verstanden, sage ich euch so, wie es ist. Gar nicht, ne? Veröffentlichte insgesamt 11 Alben und ist mit über 160 Millionen verkauften Tonträgern einer der meistverkauften Musikkünstler der Welt. Kanye West hat oft den Leuten die Möglichkeit gegeben, ihn verrückt zu nennen. Weil die Mehrheit der Auftritte, die er hingelegt hat, wirklich verrückt aussah. Oft war nicht klar, wovon er geredet hat, weil er viel durcheinander geredet hat und nicht richtig erklärt hat, was er mit seinen Aussagen meint.
Er war schon immer jemand, der gegen den Strom geschwommen ist und Meinungen vertreten hat, die als kontrovers gelten. Seinen ersten Auftritt, der für viel Aufregung gesorgt hat, war schon im Jahr 2004, wo er live im Fernseher George Bush beschuldigt hat, dass die schwarze Personen nicht interessieren würden und er nur im Vorteil der Weißen handeln würde. George Bush doesn't care about black people. Das war aber nur der Anfang von vielen Aussagen, die er getroffen hat und die Leute nicht gefallen haben. Kurz bevor Kanye West sein, wie es die Medien nennen, mentalen Zusammenbruch beim Konzert... Boah, war Paparazzi mal kaputt, Bruder. Kennt ihr dieses Video, Alter? ...Zeit im Jahr 2016 hatte er einen Auftritt bei Ellen, der für viel Verwirrung gesorgt hat. Das Interview findet man auch so nur noch auf anderen Kanälen, weil es bei der originalen Ellen-Seite runtergenommen wurde. Krass. Eigentlich hat er nichts Komisches gesagt, aber wie schon erwähnt, sagt er oft Sachen durcheinander. Und das hat seinen Aussagen einen ziemlich verrückten Touch gegeben. Er sagte, dass er Ideen hat, mit der die Menschheit in 100 Jahren auf einem ganz anderen Standard leben könnte wie jetzt. Ihn hat aufgeregt, dass heutzutage keiner mehr dem anderen hilft, sondern nur über ihn rübersteigt, um sein Ziel zu erreichen. Auch sind diese Szenen hier entstanden, wo sich... Ja, so, solche Aussagen sind halt nicht schlecht, ne? Aber wie er das rüberbringt, darauf kommt es immer an, Digga. Der Mann, der hat Probleme, sich auszudrücken, ne? Viele Leute gefragt haben, ob er jetzt durchdreht. I didn't take it as a joke. It ain't no joke, as Rakim said. It ain't no joke. That's what I was raised on, Rakim. Fife Dog. Hip-Hop. Expression. Hip-Hop. Started out in the park. Now everybody's trying to charge. I don't give a how much you sold. If you playing on radio. Are you connecting? Picasso is dead. Steve Jobs is dead. Walt Disney is dead. Name somebody living that you can name in the same breath as them. Don't tell me about being likable. Ein paar Monate später hatte er einen Auftritt in Sacramento, wo er ebenfalls einen Auftritt hingelegt hat, der vielen Leuten im Kopf geblieben ist und wo er sehr interessante Aussagen getroffen hat. Er hat seinen Live-Auftritt abgebrochen, die Musik abschalten lassen und fing an, über Firmen und einflussreiche Personen zu reden. Er sagte, dass das Radio, Facebook, Google und viele weitere Plattformen die Leute anlügen. Er erzählt, hat er doch nicht eigentlich Unrecht, Digga. Gerade die Wahrheit und riskiert gerade seinen Status in der Öffentlichkeit, um die Leute über die Machenschaften dieser Leute aufzuklären. Aber wieder mal hat er nur durcheinander geredet und alles hat ziemlich verrückt ausgeschaut. Auch sagte er, dass Jay-Z Killer hat und er ihn bitte, sie nicht auf ihn anzusetzen. Okay, Digga, das mit New World, Hillary Clinton und so, Digga, das ist schon wild. Kurz nach diesem Auftritt wurde er in die Psychiatrie eingewiesen. Ein weiterer Moment, der für viel Gegenwind gesorgt hat, war eine Aussage, die er beim News-Sender TMZ gemacht hat. Und zwar, dass die Sklaverei damals eine Entscheidung war, die die Schwarzen getroffen haben. Ja, Digga, guck. Ach, Digga. Auch sprach er wieder über die gleichen Sachen, die er bei seinem Auftritt in Sacramento angesprochen hat. Und zwar, dass wir von den Medien angelogen werden und nicht mehr in der Lage wären, selber frei denken zu können und alles glauben, was uns erzählt. Damit hat er auch nicht Unrecht. Digga, er trifft Sachen, die, er sagt manchmal Sachen, die sind gut, aber er sagt auch Sachen, die sind richtig weird, Digga, so. Bruder, er ist wirklich Genie und Wahnsinn zugleich, aber richtig extrem, so. Viele Leute sind Genie und Wahnsinn, aber bei ihm ist richtig extrem, Digga, er ist so durch manchmal, ne? Erzählt wird. Kanye West hat auch einen Gottesdienst gestartet, aber viele Christen sehen dies mit einem kritischen Blick. Denn er hat einen Gottesdienst mit Marilyn Manson gehalten, der offiziell ein Satanist ist. Ach, er ist offiziell ein Satanist? Bruh. Doch, offiziell! Digga, er ist ein Gottesdienst, Bruder. Also, in diesem Gottesdienst wurden zwei verschiedene Götter angebetet, ja? Ehrlich. Und sogar ein geweihter Priester in der Church of Satan, die von Anton... Ach, krass! Bruder, Kanye West ist ja sehr bluff. ...weil er gegründet wurde. Hier ein Foto von den beiden. Einer der Gründe, warum man so etwas macht wie ein Gottesdienst gründen, außer aus Glaubensgründen, könnte vielleicht das Geld sein. Denn oft werden ganze Konzerthallen vollgemacht und dafür werden Tickets verkauft, die von 100 bis 500 Dollar gehen. Bei ca. 1000 Leuten kann man sich vorstellen, was jeden Sonntag für Summen dabei rauskommen. Er hat sozusagen jeden Sonntag ein ausgebuchtes Konzert. Noch dazu hat Kanye West vor kurzem auf diesen Gottesdienst den Tax-Empty-Status beantragt und bekommen. Das heißt, er muss nichts von dem Geld versteuern. Noch dazu könnte er praktisch Geld an seinen Gottesdienst spenden, dies dann von den Steuern absetzen
Und da das ja sein Gottesdienst ist, hat er am Ende das Geld und das noch unversteuert. Digga, das ist ja Geldwasch auf einem neuen Niveau, Alter. Toll, Leute machen Gottesdienst, um Geld zu waschen. Alter. Ich wusste gar nicht, dass sowas möglich ist, Alter, ja? Digga, krass, Alter. Das sollte man jetzt alles ein bisschen kritischer betrachten. Es scheint das Ganze von der Mutter von seiner Ex-Frau Kim Kardashian zu haben. Denn die hat schon im Jahr 2009 eine ganze Kirche gegründet. Ach du Scheiße. Und wurde beschuldigt, dies auch wegen Steuertricks gemacht zu haben. Er hat nicht nur einen Gottesdienst angefangen, sondern auch eine Schule gestartet, wo ebenfalls viele fragwürdige Sachen passieren. Zum Beispiel müssen die Eltern der Schüler, bevor ihre Kinder beitreten, eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Viele vergleichen den Gottesdienst von Kanye und die neue Schule mit einem Kult. So Sachen sorgen natürlich dafür, dass Leute sich fragen, ob er wirklich diese Sachen vertritt, die er da sagt. Denn obwohl er schon Jahre so Sachen sagt, wie die Medien lügen euch an, ist er noch immer und oft bei Newsportalen zu Gast. Wäre er wirklich jemand, der diese Richtung gehen würde und diese Sachen wirklich vertreten würde, hätte man schon längst aufgehört, über ihn zu berichten. Und ihm nicht noch eine Plattform gegeben, wie zum Beispiel bei einem Newsportal, das mehrere Millionen Menschen sehen. Deshalb denken nun viele, dass er eine kontrollierte Opposition ist, die sozusagen die Genehmigung hat, über so Themen zu reden, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Um die Leute, die wirklich sowas denken, zu locken und somit besser kontrollieren zu können. Ob das wirklich so ist, bleibt offen. Was aber anscheinend das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war ein Post und ein Drinkchamps-Interview, wo er antisemitische Aussagen gemacht hat. Auch hat er aber gesagt, dass Christen, Moslems und Juden gar nicht so verschieden sind, da alle drei abrahamitische Religionen sind. Er könnte noch dazu keine antisemitischen Aussagen machen, da er selber einer ist. Er sagte, die Mehrheit der schwarzen Leute sind eigentlich Juden. What I'm doing is I'm me. Bruder, guck, solche Aussagen, die er ist so, Bruder. Me too in the culture. I'm saying, y'all gotta stand up and admit to what y'all been doing. And y'all just got away with it for so long that y'all don't even realize what y'all doing. Like, people have owned the black voice. Whether it's through us wearing a Ralph Lauren shirt, or it's all of us being signed to a record label, or having a Jewish manager, or being signed to a Jewish basketball team, or doing a movie on a Jewish platform like Disney. And we understand, it's like, I respect what the Jewish people have done and how they brought their people together. A black person that's signed to a person, all of them, basically 90% of them. Die interessantesten Sachen, die er gesagt hat, waren zum Beispiel, dass der KKK Planned Parenthood gegründet hat, was eine Abtreibungsklinik ist. Und dass George Floyds Tod nicht so war, wie erzählt wird, sondern eigentlich an einer Überdosis gestorben ist. Ob das wirklich so war, bleibt eine Spekulation von ihm. Aber was wirklich so ist, ist, dass dieses ganze Black Lives Matter Ding, was ja durch den Tod von George Floyd noch größer gemacht wurde, anscheinend ein Scam war. Denn Mitglieder haben mehrere Millionen Dollar, die in diese Organisation geflossen sind, veruntreut. Kanye West wurde wegen diesen Äußerungen von der Familie von George Floyd das wird natürlich nicht durchgehen, auf 250.000. Auf 250 Millionen Dollar verkauft. I watched the George Floyd documentary that Candace Owens put up. One of the things that his two roommates said was, they want a tall guy like me. They want a tall guy like me. And the day when he died, he said a prayer for, you know, 8 minutes. He said a prayer for 8 minutes. They hit him with the fentanyl. If you look, the guy's knee wasn't even on his neck like that. When he said mama, mama is his girlfriend. They said he screamed for his mama. Mama was his girlfriend. It's in the documentary. Nach diesen ganzen Äußerungen hat man nun angefangen, ihn zu canceln. Sehr viele Firmen haben die Zusammenarbeit mit ihm beendet. Auch hat er bei einem Interview nun angedeutet, dass er Angst hat, dass man ihn verschwinden lässt. Denn er hat das hier gesagt. If I ever went anywhere, we know why. You understand what I'm saying? So we here. Kanye West trifft oft verrückte Aussagen, aber oft steckt ein Funken Wahrheit drin. Ja, bei ihm, das ist das Ding. Er sagt verrückte Sachen, aber da ist auch schon ein bisschen Wahrheit drin in ein paar Sachen, die er sagt, Digga. Aber er drückt sich halt nicht gut aus. So ist das Problem, dass man einfach nicht weiß, was man glauben soll und was nicht. So verrückt kann er aber auf jeden Fall nicht sein. Denn er ist einer der reichsten schwarzen Menschen der Welt. Er sagt sogar, der reichste Schwarze, der je existiert hat. Was denkt ihr zu... Ja, aus Amerika, nicht der Welt, ne? ...dieser ganzen Geschichte. Glaubt ihr, Kanye West ist verrückt oder steckt Wahrheit in den Sachen, die er da sagt? Schreibt es unten in die Kommentare. Ja, also es ist echt so, Kanye West ist Genie und verrückt zugleich, Digga, wirklich. Der Mann, der trifft Aussagen, die sind schon sehr gut, Digga, ne? Man sollte über manche Dinge nachdenken, aber Digga, er sagt Sachen.